Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator mit der Texas Edition. San Francisco. Your noise. So, wir haben eine neue Mission. Ein neues Ziel. Wir sind da schon. Wir fahren da schon. Wir sind ja schon. Wir haben ja schon längst begonnen. Mal gucken, ob wir es in der Folge schaffen, weil so lang ist die Strecke ja gar nicht, soweit ich weiß. War ja nur bloß so ein paar hundert Meilen. Ja, diese 300 Meilen, das schaffen wir locker in der Zeit. So. Es pisst wie aus allen Kübeln. Licht können wir mittlerweile ausmachen, brauchen wir nicht mehr. Die Sonne geht schon auf. Oh, sehr schnieke. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Bin ich schon wieder so schwierig am Rumspeeden? Achso, siehst du? Direkt mal hier Musik machen. Was los? Ich guck schon mit der Vorne, das sieht so komisch aus gerade, deswegen habe ich gerade so ein bisschen auf Navi geschielt, weil diese Ecke da so extrem rausgebrochen aussieht. Aber das ist richtig, genau, wir fahren erstmal hier auf die Seitenstraße drauf und dann auf den fliegen wir vorne rechts ab. Wir hatten hier Vorfahrt, wir hatten hier beim Vorfahrt, aber warum wartet der jetzt? Der fährt ja nicht mehr. Der geht direkt vor links oder was? Heißt der klarer Himmel? Ah, nee, okay, über uns doch nicht.
Ich wollte gerade sagen, klarer Himmel vor uns, aber es regnet hier immer noch. Aber nee, über uns sind immer noch starke Wolken. Da können wir noch ein bisschen rückspielen, sehe ich gerade. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber cool, wie das Spiel actually in der Lage ist, so mehrere Wetter-Szenarien bedingte Texturen miteinander zu vermischen. Dass so die eine Hälfte der Skybox, ne, die eine Textur hat und die andere Hälfte der Skybox dann so die andere. Und es dann, weiß nicht, wie sie rüber geht oder nicht rüber geht oder wie auch immer diese Transition genau worked. Aber schon cool, wie die das machen. Voll für Konstellation. Ach so. Okay. Turn left. Erfahrung. Warum bremst du denn jetzt ab, Alter? Der weiße bremst natürlich auch. Oh, Leute. Der macht mich gaga. Warum ist der blaue stehen geblieben? Wenn der blaue einfach weitergefahren wäre, hätte ich einfach direkt hinter ihm lang sehen können und alles wäre gut gewesen. Aber nein, natürlich müssen wir wieder alle hier Sachen machen. Die Sachen machen. Sehr viel Geld hier. Auch wenn es man durchs Wetter gerade nicht so viel sieht, aber. Ich meine, ich könnte auch so machen hier, aber. Du bist ja gar kein Kopf. Links bewölkt, rechts immer noch wolkenfrei, also naja, so wolkenfrei ist es jetzt nicht, aber wesentlich klarer. Hübsch.
Oh, okay, auf dem Nebel. Langsam, aber sicher. Wobei ich finde, dafür, dass es Nebel ist, ist der Himmel immer zu klar. Ich meine, guck mal, die Sichtweite hier beträgt vielleicht einige hundert Meter. Maximum. Die Wolkenschicht, die man da um die aber sieht, ist auch mehrere hundert Meter weg. Ja, so diese typische Wolkenschicht beginnt ja irgendwie bei Kilometer Höhe oder sowas. Also da gibt es ja mehrere Wolkenlagen. Jetzt weiß ich nicht, wo sich die ganzen Ringwolken befinden. Aber ich meine, wenn man so schon relativ viel Nebel sieht, so wie wir jetzt, dürfte man den Himmel eigentlich fast gar nicht mehr erkennen können. Aber man kann hier trotzdem noch die ganzen Wolkenstrukturen erkennen. Und von daher, ich glaube, das muss ein bisschen besser oder ein bisschen natürlicher abgestimmt werden, dass wenn Nebel kommt, der Himmel auch wirklich wesentlich stärker ausgegraut wird. Aber hier, jetzt haben wir nur noch eine Sicht von 100 Meter. Aber kann immer noch beim Himmel. Ja, okay, jetzt nicht mehr wirklich. Was machen die denn hier? Achso, 60. Ups. Oliver. So, wir sollen auch nach rechts. Nee. Wir ziehen mal erstmal dran vorbei. Namiku. Oh ja, Name. Kann man gar nicht aussprechen. So. Sachgemäß ausgebremst. Siehst du hier? Sichtweite ist jetzt nur noch maximal 100 Meter. Beim Himmel kann man aber immer noch das Blau erkennen. Gut, so jetzt nicht, aber so sieht man richtig das. Ach so, oder das ist eine Tönung in der Scheibe. Kann sein, dass die Scheibe umgetönt ist, weil es sieht oben so blau aus. Ich glaube mal, dass die Scheibe getönt, kann das sein? Ich kann auch nicht richtig Wolkenstrukturen. Guck mal da oben. Okay, gut, jetzt sind die Blau wieder weg. Nicht gerade. Egal, never mind. War aber sehr kurzer Nebel, gell? So, da links hier. Alter, so viele Graffiti hier auf der Straße. Was ist los? Warum fahr ich schon wieder zu schnell? Wow. Boah, war ja richtig der Ruckler hier, du. Boah, Alter, so eine Kreuzung ist schon wieder so ein Kunstwerk. Also wenn es eins gibt, wo die Amerikaner uns weit voraus sind, dann Autobahnkreuzungen. Das sind einfach fucking Monumente. Und da vorne ist das Ziel. Nee, hier noch nicht, oder? Doch. Er kann ja schon raus. So, beziehungsweise eigentlich kann ich auch gleich direkt links bleiben. Kann ich die Ausfahrt nehmen.
Macht ja voll Sinn. Aber ich will jetzt keine rote Ampel vor mir. Ha. Ach nee, ist ja nur wieder für Wender, ne? Fuck! Na gut. Bitte keine Alpha-Wand, bitte keine Alpha-Wand, bitte keine Alpha-Wand, Alpha-Wand, nein, bitte keine Alpha-Wand, Alpha-Wand, nein. Natürlich ist ein Alpha-Wand da. Natürlich kann man nirgends verwenden. Oh, ich hasse dieses Spiel so sehr dafür. Guck mal, jetzt wäre so viel Platz im Wenden. So viel Platz. Aha. Warum nicht? Warum diese? Du böses Spiel, du. Okay. Das ist doch zum Kotzen. Dann muss ich hier die ganze Autobahn wieder zurückfahren, nur um irgendwo eine Stelle zu finden, wo man wenden kann. So, wir sind hier wieder rausgefahren. Hopp, einmal rum und dann stehen wir hier wieder. Easy. Das ist doch dumm. Es müsste in dem Spiel halt wirklich... Oh, ist eine Einbahnstraße nicht... Das ist eine fucking Auffahrt für die Autobahn. Die können wir gar nicht andersrum fahren. Ups. Nee, aber es gibt hier zum Beispiel so viele schöne Stellen, wo man so schön wenden könnte oder so gut Pause machen könnte. Und die Stellen sind ja da. Man sieht sie ja. Warum sind da überall Alpha-Wände so, dass man da nicht rauffahren kann? Das ist so schade. Man könnte, bis so viel verschwendetes Potenzial. Und wir fahren hier voll in die falsche Richtung. Fuck, kack, der Scheiße. Houston, we have a problem. Gut, dann wenden wir mal. Dieses Spiel, es hasst mich. Warum? Ah, ist sehr traurig. Gut, gucken wir mal bei der Autobahn. Ja, man kann ihn nur verwenden. Gut, wir könnten... Ah, gut, okay, ja klar, okay, so schickt er uns ja auch. Okay, macht Sinn. Ansonsten könnte man hier wenden. Oh, das ist Flughafen, lol. Ultimus. Ja, ja, wir haben ja auch den ultimativen Fail der Woche. Das ist ja hier schon wieder Katastrophenzone hier. Wo ist der LKW? Wo sind wir? Ach, da hinten. Ja. Ganz ehrlich, fühle ich. Da lass mal Doppelblick anmachen. Und mit dem Schritttempo. Keine Ahnung, wie legal das hier ist, was ich gerade mache. Ich meine, wir haben Doppelblinker an. Also, wie gesagt, es ist ja viele Stellen, wo man halt leider nicht wenden kann. Man hat ja auch sehr häufig zum Beispiel, was ich ja auch schon ne? Dings das habe. Wo man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es sowas hier in Texas gibt, ob sowas hier so vertreten ist. Oh, Alter, Stocker, 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 Stocker. Das Spiel explodiert gleich. Ah, ne, hier in Texas gibt es sowas wahrscheinlich, hier sehen alle Dinger so aus wie hier. Wir sind doch vorhin an so einem Ding vorbeigefahren.
Da weiß ich doch genau. Oh, jetzt sind wir wieder aus Texas raus. Okay. Ja, nee, auf jeden Fall kennt man vielleicht diese Abfahrten, wo dann quasi unter der Autobahn eine Straße lang geht oder über der Autobahn eine Straße lang geht, wo man dann diese Abfahrten oder Auffahrten, also das sind ja immer Abfahrten, egal ob es hoch oder runter geht, also die Abfahrten für die, also wenn man eine Autobahn hat und eine Straße, die drunter oder drüber geht und die Straße aber nicht nur so weit führt, dann sind die Auffahrten an sich auch schon gesperrt. Obwohl man die ja eigentlich frei machen könnte und man nur dann wirklich die Straßen, die dann abgehen, sperrt. Und dann könnte man nämlich die Auf- und Abfahrten als Wendestelle benutzen. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal angesprochen. Also ihr müsstet wissen, was ich meine. Wenn nicht, oh, egal. So, rüber hier. Weil gesagt, es gibt so viele Stellen, wo man wenden könnte, man aber nicht kann, einfach weil die Straßen gesperrt sind. Obwohl es nicht mal Sinn macht, dass die Straßen gesperrt sind, weil die Straßen sind ja hier vorhanden. Also, dass man hier Straßen sperrt, die ins Nichts führen, ist ja völlig klar. Weil die Welt ist halt nicht unbegrenzt. Aber dass sie hier auch Straßen sperren, die da sind, ist natürlich ein bisschen traurig, wie gesagt. Ganz, ganz traurig. Jetzt ist schon wieder Nebel? Was ist hier los mit dem Nebel? Aber da ist schon keine Flughafen, gell? Mal bremst übertrieben stark, mal bremst er gar nicht. Eieieiei. So findet sie eigentlich. Ach, dahinter. Ach, hier ist noch ein Tor. Okay. Das Tor habe ich gerade gar nicht mehr gesehen. So, wenn man steht hier. Ich weiß, dass es nicht geht. Ich weiß es, Leute. Regt euch ab. Ich weiß, dass das nicht klappt. Wait, es klappt. Was? Okay, hier ist leider doch eine Alpha-Wand. Aber wie cool, dass man hier reinfahren kann. Cool. Okay, also Sprungchance hat leider doch nicht geklappt. Aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass wir hier nicht mal reinkommen. Aber wir sind tatsächlich reingekommen. Lol, wie geil ist das denn bitte? Cool. Das Ding will ich als meine private Garage haben. Wie geil ist das bitte? Heavy Sammel. Halt, nein, ich wollte hier F8. Haben wir gerade Schaden bekommen? Ist doch eine Alpha-Wand. Was mache ich da? Entschuldigung. Haben wir echt Schaden? Tatsächlich. Lol. Ja gut. Immer ein bisschen verwirrend. Bei manchen Alpha-Wänden bekommt man Schaden, bei manchen Alpha-Wänden bekommt man immer keinen Schaden. Also war so ein bisschen, warum ist das nicht konsistent? Ja, dass man bei allen Alpha-Wänden einfach keinen Schaden bekommt. Und bei allen Wänden, wo man jetzt, also eine Hauswende und so zum Beispiel, ach ja, wo diese 15 Sekunden warten. Mhm.
dass man jetzt bei allen Wänden, die auch ne, grafisch da sind, also Hauswände zum Beispiel oder Laternen oder sowas, da Schaden bekommt, aber bei allen zusätzlich eingefügten Wänden, also halt die Alpha-Wände, dass man da halt generell keinen Schaden bekommt. Weil ich meine, ist ja sowieso ein bisschen unfair, weil du siehst du ja halt nicht. Vor allem ist da ja auch nichts, was irgendeinen Schaden verursachen könnte. Ne? Also, so aus der Warte heraus. So, ja, ruf. Was? Achso. Das ist noch ein bisschen sehr weit ausgeschwenkt. Der Hänger ist kleiner als ich dachte. Aber es hat gereicht. Oh, dieser große Auflieger hier. Hm, geil. Achso, müsste ich, ich wollte mir noch den Flughafen angucken, ne? Fuck my life. Egal, nicht. Regnet eh. Kann man eh nicht erkennen. So, Auftrag. Schnellaufträge hier. Machen wir mal schnell noch einen Auftrag hier. Oh, Verschwertransporter. Achso, ja, wir müssen erstmal hier. So, jetzt haben wir hier einen Punkt. Das heißt, können wir mal gucken, was von hier aus alles gibt. Von Texas nach Texas. Oh, wieder mit dem Kleinen hier. Nee, den hatten wir jetzt schon. Außerdem 20 Tonnen. Dauert mit dem mal wieder Jahre. Aber, ich meine, hey, so ein bisschen eine Strecke, die wir auch noch nicht hatten. Also von der Strecke her merken wir uns das auf jeden Fall. Nee, was? Oh, hä? Achso, muss ich erstmal hier wieder auswählen, ne? Ich hatte gerade den ausgewählt. Warte mal kurz, kann man hier eigentlich auch einfach nach Texas wählen? Nee. Ach, schade. Oder so? Mann, das ist doch dumm. Die Frage ist, welcher Zielort, Versandort, ist das denn? Achso. Ja. Der sortiert natürlich nach den Städtenamen und nicht dann nach den Landnamen. Also nach dem, Präfektur. Wie heißt das in Amerika? Keine Ahnung. Kacke. Gut, gucken wir einfach mal, was hier so alles gibt. Müssen wir es manuell durchklicken. Texas nach Texas? Ja, aber nee. Das wäre zum Beispiel eine Strecke, die könnte man machen. Hätten wir für 11.000 und einen Doppelauflieger sogar. Ganz cool. Und du warst... Oh, ist doch auch ein Doppelauflieger. Auch 20 Tonnen. Ja, Qual der Wahl. Aber wir bekommen 13.000. Komm, wir machen das. So, es redet natürlich immer noch. Ah, Kacke. Warum muss immer noch regnen hier? Gut. Ich will mal sagen, wo ist die Mitte? So. Speichern. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Zu der nächsten Mission in Texas. Ich glaube mal, die 8 Folgen... Wahrscheinlich auch die nächsten 8 Folgen werde ich mal Texas-related machen. Wobei ich wahrscheinlich jetzt die 8 Folgen erstmal weitermache mit so Mission, also hier mit der Schnellmission. Und dann bei den nächsten 8 Folgen, also die Folgen, die ich dann morgen aufnehme oder nächste Woche aufnehme, mal gucken, werde ich dann wahrscheinlich wieder mit unserem Truck rumfahren. Einfach wegen, weil es geil. Bis dann.